Hallo alle zusammen und willkommen zurück zu Fallout 3. Ja, nach langer Pause wegen YouTube-Stress, dachte ich mir, ich versuche jetzt trotzdem mal das Spiel doch noch zu beenden. Ich werde jetzt allerdings mich nicht mehr so viel mit Nebenkram aufhalten. Agathas Lied haben wir angefangen, das heißt, das mache ich fertig. Danach kommt nach Pit, das DLC. Und danach kümmere ich mich um den Rest der Hauptquest. So, ich bin hier, wenn ich das richtig sehe, gerade im Vault-Tec Keine Haupt. feindlichen Einheiten entdeckt. Umgebung wird weiterhin abgesucht. Im Vault-Tec Hauptgebäude. Bedrohungsanalyse, gelb. Gebiet wird auf feindliche Einheiten abgesucht. Irgendwann finde ich dich, ja doch. Keine feindlichen Einheiten entdeckt. Ich bin Umgebung bei wird der weiterhin als Ziel entdeckt. Neutralisierung eingeleitet. Angriff auf feindliches Ziel eingeleitet. Ah, da oben. So, das Robohirn ist weg und der Wachbot von oben ist weg. Gut. Ja, nach dem, was ich gesehen habe, bin ich gerade dabei zu versuchen, den Standort von Vault 95 rauszufinden, wenn ich mich recht entsinne. Wie gesagt, ich habe jetzt, ja, seit ich geschrieben habe oder im Video gesagt habe, ich beende das LP. Seitdem habe ich auch quasi nicht mehr gespielt, war leicht beschlossen. Entsprechend aus der Übung bin ich auch. Irgendwo ganze Bücher, sieht gerade nicht so aus. Ne, alles sind zerstörte Bücher. Okay. Ja dann, ich höre auch gerade keine Gegner mehr. Falscher Knopf. Lokale Karte. Ziel bitte herauskommen und Sichtkontakt herstellen. Mehrere Störungen ergaben. Ziel, bitte herauskommen und Sichtkontakt herstellen. Die Frage ist, sind die Gegner auf dieser Etage? Feindliches Ziel entdeckt. Da bist du ja. Neutralisierung Hast du dich eingeleitet. etwa vor mir versteckt? Waffensysteme auf Ziel eingestellt. Fürchte, ich bin eine ausgesprochen tödliche Todesmaschine. So. Eingeleitet. Das war V für Wetz, ne? Ja. Eingestellt. Und ich versuche immer noch in guter alter Skyrim-Manier meine Menüs mit Tab zu beenden. Wie zu sehen ist. Ja, versuchen wir mal den Kopf. So. Au. Ich dachte, wir wären uns einig, dass Raketen schummeln sind. Sag mal. Waffensysteme auf Ziel eingestellt. Haben wir jetzt vielleicht mal unsere Ruhe? Das sieht auch alles nur nach kaputten Büchern aus. Intakte Vorkriegsbücher. Sammle ich ja immer noch, weil die nun mal recht wertvoll sind. Was haben wir denn hier? Ja, können wir auch Holz nehmen. Wie habe ich denn jetzt gerade den Standort von Vault 92 ausfindig gemacht?
Also laut Questbeschreibung habe ich nämlich gerade diese optionale Teilaufgabe abgeschlossen, aber... Wundern tut mich das dann doch irgendwie. Eine Quantum. Allzu viele davon fehlen mir, glaube ich, gar nicht mehr. Ich möchte nämlich hier noch einmal mich umgucken. Sehen, ob ich irgendwas vergessen habe. Aber es sieht gerade nicht so aus. Und wie gesagt, angeblich habe ich den Standpunkt ja gefunden. Standort, nicht Standpunkt. So. Klar, die Verkaufsautomaten. Hier müsste ich ja auf jeden Fall schon mal ausgeräumt haben. Ist das hier dann der Ausgang? Vernon Square, klingt gut. So, dann gehen wir nochmal auf die Weltkarte. Denn da oben ist Vault 92, bei denen wir suchen, okay? Und am nächsten dran ist der Funkleitstrahl der Aliens. Und mal wieder irgendein Gegner. Oh, eine Todeskralle. Mich scheinbar gesehen hat. Und dann muss ich jetzt wohl nicht mehr schleichen. Versuchen wir nochmal das linke Bein. Ein umgekippter Strommast, okay. Ich sehe da hinten einen Yao Gaui. Glaube ich. Da könnten wir uns doch auch nochmal drum kümmern. Die droppen ja hier schönes Fleisch, was mir meinen Schaden erhöht. Okay, der sich gerade mit einer Blähfliege anlegt. Wie gesagt, Ingame-Musik gibt es immer noch nicht. Oh, das da hinten sieht aus wie eine Enklavenstation. Ja. Entschuldigung. Wenn ich dran denke, schneide ich es raus. Sonst habt ihr mich gerade ein bisschen niesen gehört. So. Stimpack käme, glaube ich, auch nicht schlecht. Ich
müsste doch jetzt aber das Xuanlong Sturmgewehr haben, ne? Aber ich weiß nicht, ob ihr das schon seht, da hinten dieses bläuliche Leuchten. Wirkt für mich ein bisschen wie ein Enklave-Stützpunkt. Und wenn das so ist, möchte ich den natürlich noch eben angreifen. Au, ein Flammenwerfer. Nö, ist auch noch Raider. Gut, ich wechsle dann doch nochmal Ultra SMG. Nein, Jagdflinten. Warum habe ich so viele Jagdflinten? Könnte auf Lincolns Repetiergewehr wechseln. 57 Schaden. Oder ich bleib beim Plasmagewehr, was aber nur 53 hat. Gucken wir doch mal, ob wir den Kopf von dem armen Kerl treffen können. Jo, das hat geklappt. Oh! Da lebt ja noch ein Raider. Was schießt denn gerade noch auf mich? Warte, lebt noch ein Raider. Na, jetzt nicht mehr. So, dann hau ich mir nochmal zwei Stimpacks rein. Das müsste reichen. Und dann wollen wir doch mal sehen, wie wir dessen Kopf so treffen. Oh, das ging schnell. Jetzt ist nur noch das Problem, dass hier überall Leichen rumliegen und ich nicht mehr genau weiß, wo. Hier ist ein Schleimhaufen von einem Raider. Hier war auch mal ein Raider. Ich glaube, das hier ist ein anderer Raider gewesen. Der aber nicht meinen Finger dabei hätte. Hier war auch einer. Nehme ich mit, denn die wiegen nichts. Eine Mini-Atombombe. Na gut, wenn man die so einfach so rumliegen hat. Der Rest sieht da nicht sehr interessant aus. Gucken wir mal hier nach. Dienstbuch der Elektronik. Oh, das können wir nehmen. So, dann sind aber immer noch zwei Enklave-Leute, deren Leichen bzw. Schleimhaufen ich auch noch ganz gerne finden würde. Da ist der zweite. Hochleistungsofen. Ich nehme ihn mal mit, aber vermutlich wird er auf Dauer nicht dabei bleiben, weil er zu schwer ist. So, ich möchte einmal gucken, ob in der Enklavezentrale noch irgendwer ist. Ob ich die überhaupt noch erfinde, ist die andere Frage. Ich bin ja doch ein bisschen hektisch rückwärts gerannt.
Haha. Oh, ich bin fast tot. Na gut, das Elektronikbuch kann ich mir einfach immer reinpfeifen. Salisbury Steak. Habe ich nicht auch noch Hundefleisch bekommen? Ja, habe ich. Das Epoxidharz. Lass ich erstmal weg, da recht wertvoll. So. Okay, da ist noch ein Offizier der Enklave. Dass die immer auf so wahnsinnige Reichweiten noch so zielgenau sind, finde ich immer etwas störend. Wunderbar. Plasmagranaten nehme ich alles gerne mit. Und schon trage ich zu viel. So, Sydneys Ultra SMG kann ich ja mal reparieren. Schon lang geht noch. Plasmapistolen kann ich reparieren. Lincolns Repetiergewehr geht auch noch. Die Laserpistole kann ich reparieren. Die Kampfflinten kann ich reparieren. Die Jagdflinten kann ich reparieren. Und schon kann ich wieder laufen. Wunderbar. Nehme ich alles mit. Nehme ich auch alles mit. Oh, ein Finger. Ein paar Energiezellen kommen auch mit. Leere Enklaventruhe ist natürlich nicht so schön. Was ist denn hier drin? Oh, ein paar scheinbar etwas umgebrachte Ödländer. Und ein toter wilder Ghoul. Aufbereitetes Wasser ist das. Das kommt natürlich auch mit. Und ein großes ruiniertes Buch. Schade. Ich hätte gedacht, wenn es da so liegt, ist das vielleicht ein besonderes irgendwie. Dann machen wir uns jetzt mal auf Richtung Vault 92. Ich werde jetzt übrigens nur eine Aufnahme, also eine Folge aufnehmen und die hochladen und erstmal gucken, ob das Leute überhaupt noch angucken. Ich habe ja doch inzwischen hauptsächlich englische Zuschauer, deswegen... Wie gesagt, erstmal nur eine Folge und dann mal gucken, ob es weitergeht oder nicht. Damit habe ich dann Vault 92 entdeckt. Ich glaube, hier möchte ich aber... Doch, das geht so. Ich dachte schon, der Sturz wäre hier etwas gefährlicher, als er war. Na gut. Das Problem ist, dass ich da jetzt nicht unbedingt noch reingehen will für die letzte Minute. Deswegen gucke ich doch mal, ob ich hier noch irgendwo ein paar Gegner finde, mit denen ich mich anlegen kann. Oder einen Punkt, den ich entdecken kann. Für Rileys Raiders. Rileys Rangers, so war's. Old Olney. Aber ich glaube... Oh, ich komme hier sogar hoch. Ich glaube, das hier könnte die Stadt sein, die voll mit Todeskrallen war. Deswegen lassen wir das für den Moment erstmal. Ah doch, es macht so den Eindruck, ne? Oh, wow, 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 wow. Ich die da schon gesehen? Scheinbar ja. Autsch, 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 jetzt.
Puh, ich befürchte fast, das hätte mich getötet. Ich wechsle mal auf Repetiergewehr, warum eigentlich nicht? Und dann... Ich schlürfe einfach mal das Aufbereitete, das wiegt ja alles. Zwei Stimpacks sind da hier. Gut. Ah! Oh! So, du Kopf. Und... Tap? Nein, nicht Tap. Du Kopf. Das sieht doch gut aus. So. Ich mag die Gegend wirklich nicht, denn wie gesagt, ein bisschen überbevölkert mit Todeskrallen. Aber der Vorteil ist, wir sind soweit. Ein Raider ist hier noch. Na gut, egal. Das nächste Mal gehen wir dann da rein, aber wie gesagt, erst beim nächsten Mal. Tschüss!